Willkommen zurück zu Tales of Arise. Wir stehen hier an den Toren von Eldemenancia und möchten hinaus in die freie Welt, um den nächsten Lord zu stürzen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir haben das letzte Mal noch eine größere Quest dazu bekommen. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich lasse mein Team gerade noch so, wie es ist. Eulenwald machen wir auch später nochmal. Ja, ich möchte einfach erstmal weitergehen und dann gucken. So, wir haben Elfenshion, Kisara und Dohalim. Die anderen leveln ja mit uns, deswegen würde ich das erstmal so lassen, um Kisara und Dohalim nochmal so ein bisschen in der Gruppe einzuschätzen. Und ja, wir haben hier so ein paar laufende Quests. Ich denke, das kriegen wir aber auch relativ schnell noch bewältigt. Ja, das mit den Büchern, das dauert noch ein bisschen länger. Gut. Dann sage ich Bye-bye, Eldemenancia. Oder Visind erstmal. Und wir kommen in das nächste Gebiet, das uns noch voll unbekannt ist. Okay, off we go. Talca Teichweg. Okay. Hutel zeigt uns schon zumindest an, dass hier irgendwie was Interessantes sein könnte. Sieht auch noch hier sehr schön aus. Bisschen hier was von Texas. Okay, jetzt nicht mehr, aber vom oberen Teil. Dann kämpfen wir uns mal so ein bisschen durch. Okay, okay. I wonder what kind of lord we're gonna find there. Oh, greif mich noch nicht an, ich will das erstmal hören. Okay, jetzt bin ich bereit für den Kampf. Ich finde, solche Infos müssen die nicht einfach so mittendrin droppen. Das wäre jetzt nämlich ein bisschen doof gewesen sonst. So, und warum kriege ich das jetzt hier so gut bewältigt und letztes Mal bei der Kisara im Übungskampf nicht? Okay, schön kaputt gemacht. Nö, nur der Arm ist ab, aber sonst alles okay. So, da drüben liegen auch noch mal so ein paar von den Wildschweinchen. Okay, Hutel kommt raus. Das heißt, hier soll irgendwo eine Eule sein. Aber wir machen hier jetzt erstmal den Kampf und dann... Sehr gut. Boah, das sieht eben... Also ich liebe diese Animation. Das sieht so cool aus. Ich finde Kisara ist sowieso so eine coole... coole Taffe. Und hübsche auch. So, wo bist du? Ich höre dich. Moment. Hä? Wo denn? Ich habe eben schon das X gesehen. Schuhu, Schuhu. Dämonischer Schwanz. Ein dämonischer Schwanz in Schlangenform. Anders als bei einem Kompass zeigt die Spitze allerdings nicht immer nach Norden. Okay. Wollen die sagen, nach Süden in die Hölle, oder? Was? Aber wo ist denn die Eule? Ich sehe die gar nicht. Look, Hoodle. One of your buddies. Die Phantomeule. Ich habe sie nicht gesehen. Also, keine Ahnung, wo die war. Sie soll da oben irgendwo gewesen sein. Es bleibt ein Mysterium. Vielleicht war die auch einfach unsichtbar. So, hier sieht es aber auch immer noch sehr, sehr schön aus, finde ich. Noch sehr viel Grün, sehr viel Natur. Und natürlich noch ein paar Keiler. So, macht mal den Weg hier frei.
Wow. Mega cool. Ich habe hier schon echt eine coole Truppe. So. Und hier haben wir schon wieder... Oh. Was war das? Ich habe gar nichts gemacht. I didn't realize there was a pond here. Yeah, this is Taka Pond. And it happened to have saved my life once upon a time. What do you mean? As a kid, I survived life under the past lords by escaping here when I needed to. It's terrible to swim in, but great for catching a bite for dinner away from Renan eyes. Bear in mind, our rations back then weren't enough to live off of. You had to take matters into your own hands if you wanted enough food to survive. But how did you catch them? With your bare hands? That might take a while. Fish are prone to swim away at the first sign of trouble. I'd put bait or a lure on a line and use it with a fishing rod. You must not be familiar with fishing if this sounds new to you. Here, let me show you how it's done. Yes, wir können angeln. Angelspiel. In ganz Dana liegen Angelstellen verstreut, die verschiedene Fischarten bieten. Nutze deinen Fang zum Kochen, verkaufe ihn für Geld und schalte sogar neue Titel damit frei. Also pack die Angel aus, wenn du neue Angelstellen findest. Ich habe schon sehr viele gefunden und mich immer gefragt, wann wir angeln können. Kisara ist also unsere Anglerin im Team. Sehr cool. Das Angeln besteht aus 4 Schritten. Leine auswerfen, Fische anlocken, Fische anbeißen lassen und die Fische schließlich einholen. Mehr Informationen zu diesen Schritten findest du unter Angelsteuerung. Okay, ich hoffe, das ist nicht so ein blödes Spiel, denn sonst verliere ich schnell bei so Neben-Minispielen die Motivation. Aber ich lasse mich erstmal drauf ein und guck mal. So, was ist das? Okay, wir haben hier... There's a nice breeze here. Okay, unseren Cursor. So, wirklich viel wird jetzt nicht erklärt. Was soll ich denn machen? Könnte einen Köder auswerfen und... Ja, da war ein Fisch, okay. Kann ich jetzt hier? So, und jetzt? Einholen, sanft schütteln, festschütteln. Köder einsammeln. Was muss ich machen? Also es ist zumindest auch keine Vibration am Pad, wie man es... Ja, die schwimmen ja immer weiter weg. Hallo. Not my lucky day, I guess. Okay. Warum erklären die das nicht richtig? Also ist man so ein bisschen auf sich gestellt, aber... Okay, da ist jetzt ein Fisch. So. Das heißt, da kann ich jetzt die Leine auswerfen und dann... Hallo, hallo. Die schwimmen ja immer weiter weg. Hallo. Das. Aber es beißt ja. Also, ich kenne das ja eigentlich. Was ist das? Okay. Okay, muss man das so regeln? Eigentlich kenne ich das über das Vibrationspad am Controller, das irgendwie anzeigt, wenn jemand anbeißt oder wenn ein Fisch anbeißt. Okay. Oh, es hat was angebissen. Okay. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, aber. Was muss ich denn machen? Ich glaube, das ist nicht zielführend. Ich konnte das doch irgendwo nachlesen, ne? And that's all there is to it. Wow. Wow. It seems like you need to have good reflexes to catch anything. Total. I don't know if it's really for me. Kisara? I think I've seen enough. Oh, sorry. I guess I'm just in my own little world when I go fishing. Looks like we're going to be here for a while. That's how fishing goes. You wait for a bite, and then the real battle begins.
Magal told me that different fish live in different regions, and you have to pick the right rod and lure for what you're hoping to catch. But that doesn't change the fact it's a giant time sink. Of course, each fish has its own unique flavor, too. And some of them are supposed to be extremely delicious. When you put it like that, maybe it's worth me trying my hand at fishing after all. You're just in it for the food. I was hoping we'd get to fish during our travels. And it just so happens I made sure to grab my brother's old rod before I left Vicente. So, if you ever feel like fishing when we've got a little downtime, just let me know. Good to hear. Thanks for showing us. Okay! Angelexperte. Hey, du scheinst ja zu wissen, wie man mit einer Rute richtig umgeht. Wo kommt der denn auf einmal her? Hallo? Vielleicht kann der uns ja helfen. Ich angle schon lange und habe mittlerweile richtig gute Ausrüstung. Ah, vielleicht hatten wir nicht die richtige Ausrüstung. Ich teile sie mit euch, wenn ihr mögt. Ich hätte als Gegenleistung gerne nur eine Sache. Geld? Vielleicht? Ich bitte nur darum, mir Aufzeichnungen von jedem gefangenen Fisch zu zeigen. Je mehr ihr fangt, desto mehr Ausrüstung werde ich euch geben. Ah. Haha, wenn ihr irgendetwas braucht, bin ich immer da. Habt keine Angst, herzukommen und mich anzusprechen. Angelexperte. Der Angelexperte am Talca-Teich bringt dir die Grundlagen des Angelns bei. Zeig ihm dein Angelnotizbuch für Tipps, wo du Fische findest, die du noch nicht hast. Er schenkt dir neue Ausrüstung, je nachdem, wie viele du gefangen hast. Okay. Okay, also sowas wie bei Animal Crossing, so eine Liste, welche Fische man so fangen kann. Okay. Nicht schlecht. Migals Angel. Eine Angelrute, die Kisaras Bruder gehörte. Sie hat schon bessere Tage gesehen, ist allerdings auch seit über einem Jahrzehnt in Gebrauch. Gut, wir müssen ja erstmal klein anfangen, ne? Wir sind ja bescheiden. Und wir haben einen Anfängerpopper, ein gewöhnlicher Oberflächenköder zum Angeln. Zieht Fische an, indem er mit Wasser spritzt und Geräusche macht. Okay. Eine Einladung zum Angeln. Okay, wir haben eine Quest direkt abgeschlossen. Okay, gut. Und ein Emblem für Kisara freigeschaltet. Angelkünste. Schnellere AL-Wiederherstellung. Das ist immer gut für den Kampf. Und... ja, wie ist es definiert? Der Titel Angelkünste. Vieles hat sich verändert. Seit Migal Kisara beibrachte, wie man Fische fängt, um zu überleben. Als Hobby ist es ihr dennoch geblieben. Abschlussbonus ist Elementarverteidigung plus 20. Ich bin sehr froh, dass sich das jetzt mal geklärt hat mit den Angelstegen und Angelstellen. Denn ich habe mich da schon öfter gefragt, wie wir an eine Angel kommen. Oder ob das irgendwie nur eine Finte ist. Sieh an, wer es ist. Willst du etwas wissen? Ja, ich möchte eigentlich gern wissen, wie das geht. Erzähl mir etwas über Angelrouten. Wie finde ich Fische? Vielleicht gucke ich lieber erstmal vorher bei mir. Okay, das ist das Angelnotizbuch. Das ist leer. Vielleicht bei Hilfe. Okay. Angelsteuerung auswerfen und Angelausrüstung ändern. Nutze L, um zu wählen, wo du angeln willst und drücke dann R2, um die Leine auszuwerfen. Wird der Cursor gelb, sind Fische in der Nähe. Drückst du Dreieck, kannst du die Route und den Köder ändern. Einige Fische bevorzugen sogar bestimmte Köder. Okay, interessant. Warum wird dieses Fenster nicht vorher angezeigt? Okay, dann habe ich das ja schon richtig herausgefunden mit dem gelben Punkt. So, im Angelausrüstungsmenü werden die Fische angezeigt, die an deiner derzeitigen Angelstelle vorkommen. Neben der Liste an Namen findest du dort außerdem Informationen, wie du Fische anlocken kannst. Okay, das sieht interessant aus. Müsste ich dann mal ausprobieren, dass so Tastenkombis sind, um die wahrscheinlich anzulocken. Okay, das macht aber Sinn. Drücke Dreieck, Viereck und X, um Fische anzulocken. Es erscheint ein Ring, der langsam kleiner wird. Mache weitere Bewegungen, wenn dieser Ring und der grüne Kreis auf dem Bildschirm überlappen, um Fische schneller anzulocken. Ja, okay, das hat ja eben schon zweimal nicht so richtig geklappt.
Und manchmal dann auch eher aus Zufall, weil ich einfach ganz oft X gedrückt habe. Okay. Erscheint beim Anlocken eines Fisches ein Ausrufezeichen, führe sofort noch eine Unlock-Aktion durch. Wählst du die richtige Aktion, erscheint ein Herzsymbol und der Fisch nähert sich. Wiederhole den Vorgang, um den Fisch schneller anzulocken. Okay, also das Herz heißt, der kommt an den Haken. Fisch an den Haken bringen. Sobald ein Fisch nah genug ist, beißt er am Köder an. Daraufhin hast du einen kurzen Moment Zeit, um R2 zu drücken, damit der Fisch am Haken ist. Jetzt beginnt die eigentliche Herausforderung. Ja, bis dahin bin ich auch gekommen. Fische fangen Teil 1. Sobald ein Fisch am Haken ist, musst du seine Ausdauer auf 0 reduzieren, um ihn zu fangen. Mit X holst du den Fisch ein und senkst du seine Ausdauer. Allerdings spannt sich die Angelleine immer stärker. Ja, die ist bei mir, glaube ich, eben gerissen, ne? Okay. Wenn die Anzeige das rechte Ende der Leiste überschreitet, ist die Spannung auf der Leine zu groß und sie reißt. Dadurch verlierst du den Fisch. Ja, das hatte ich eben. Das war ja komplett da in einem roten Bereich. Kann ich das denn verhindern? So, Teil 2. Wenn ein Fisch kämpft, drücke und halte den Cursor in die Richtung des Pfeils auf dem Bildschirm. Ah, springt der Fisch aus dem Wasser, drücke rasch die angezeigte Taste. Gelingt es dir, sinkt die Spannung auf der Leine. Falls nicht, steigt sie. Ja gut, ich habe direkt am Anfang nicht die richtige Taste gedrückt und auch nicht gesehen, dass ich in eine bestimmte Richtung ziehen muss. Also ich habe schon gesehen, dass da so Pfeile sind, aber ich habe das kognitiv nicht so ganz hingekriegt. Gut, ich würde das einfach nochmal probieren. So, Kisara, mach mich zur Angelmeisterin. I hope we catch something decent. Indeed. Hungry bellies are counting on this. So, dann gucken wir doch mal. Der hat ein Herzchen. So, da ist einer, der mag das. Okay, jetzt kommt wieder die Kampfmusik. Das ist schon eine außergewöhnliche Angelmusik. Normalerweise sind die Angelmelodien immer etwas entspannter. Okay, der zieht aber ganz ordentlich. Aber ich habe ihn jetzt bald müde. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Rechts, links, Schwäches, Incoming. Nein, ich möchte nicht, dass die... Nein, 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 die soll nicht abreißen. Habe ich es geschafft? Danesischer Barsch. 61 Zentimeter wahrscheinlich, ne? Könnte hinkommen. Okay, cool. Mal sehen, ob wir es nochmal ein zweites Mal schaffen. Und... ich gucke mir gerade einmal an, da steht auch, wie ich die anderen Fische fangen kann. Das wurde ja eben so ein bisschen erklärt. Ich glaube, da muss man sich erstmal so ein bisschen mit auseinandersetzen. Ne? Hier kam so Blubberbläschen. Ist da noch was? Hallo? So, hier ist ein Fisch. So, was drücke ich denn mal? Oh, das mochten alle. Hallo? Alright. Mal sehen, ob das jetzt ein anderer Fisch ist. Oh, das ging jetzt ganz gut. Anybody could reel in that. You sure know what you're doing. Okay, das ist auch ein danesischer Barsch, aber mit 38 cm. Der andere war schon richtig groß. Und es ist Nacht geworden. Okay. So, alle guten Dinge sind 3. Gucken wir mal. Es gibt auch noch andere Kombis. Where should I cast my line? Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ah, hier vorne sind nochmal Blubberbläschen. Mal sehen. Wenn das vielleicht nicht so weit weg ist, ist es vielleicht einfacher, den zu fangen. So, kann ich jetzt einen bestimmten anlocken? Wir gucken mal, ob es funktioniert hat. Ob man sich auf die vorgeschlagenen Kombis verlassen kann. Aber es war jetzt ja auch... Ui. Nein, na komm. Der ist schon wieder ein bisschen schwieriger. Oi. Gotta know when to quit. Ah.
Das war wirklich ärgerlich. Also, ich glaube, je nachdem, wie groß die sind, sind die auch schwieriger rauszuziehen. Ah, das ist wahrscheinlich wieder nur ein Barsch. Aber, okay, selbst der hat jetzt keinen Bock mehr. Hallo. There we go. Okay, das hat wieder gut geklappt. Das ist bestimmt ein kleiner Fisch, oder? Well, it's not bad per Ja se. gut, noch ein Could have been Danäischer worse. At Barsch. least you caught something. Gut, gucken wir mal hier. Da sind wieder ein paar mehr angezeigt. Und die Silhouette sieht auch anders aus. Ja, genau dich will ich haben. Du siehst anders aus als der All right. Barsch. Komm, Kisara, mit aller Kraft. Ah, That was disappointing. ich glaube, das ist natürlich doof, wenn ich rechts und links nicht richtig unterscheiden kann. ja, das ist dann natürlich doof. Wir versuchen es nochmal. Na, kann ich den einen anlocken? Das wird wieder sonst ein Barsch. Okay, change of plans. Gucken noch mal weiter, weil ich glaube, nur der Barsch fand mich wieder attraktiv. Aber nicht alle Kombis funktionieren, auch wenn ich die drücke, aber vielleicht sind da auch gerade nicht die Fische im Pool. Ich weiß ja nicht, wodurch das beeinflusst wird. So, genau, ich will diesen länglicheren. Der sieht ein bisschen aus wie so ein Wels mit seinen Barthaaren. I've got something. Zumindest die Silhouette. So, ich muss dich unbedingt haben. Ich muss wissen, ob das funktioniert. Na komm. Zieh doch nicht so arg. Eieieiei. That was disappointing. Das ist aber gut. Ich denke, ich habe das Prinzip jetzt verstanden. Das ist schon nicht so einfach. So, wir haben hier noch eine Umgebungsinteraktion. Oh, jemanden, den ich bestimmt heilen muss. So, Shion. Einmal heilende Hände. Puh, ihr habt mir das Leben gerettet. Jetzt kann ich mich wieder einer Miss. Vergiss, dass ich was gesagt habe. Geht nur weiter. Kann ich mich wieder meiner Miss? Mission? Okay. Infanterieschild, ein Standardschild der rhenischen Infanterie. Es ist aus leichten Materialien hergestellt und leichter im Umgang, als es anfänglich scheint. I'm always amazed what healing arts can do. Just doing my job. No need to thank me. Das ist doch cool. Mal schauen, ob das der Kisara was bringt. Sieht cool aus, aber es bringt uns leider nichts. Gut, aber dann haben wir wenigstens eins in unserer Sammlung. So, was jetzt? Ich habe nichts gedrückt. Was ist jetzt los? Hallo? Is it just me, or have those two barely spoken a single word to one another? I know, right? But after everything that happened with Miguel, is it really any wonder? Kind of puts a damper on the whole journey, though, huh? How long do you think they're gonna keep this up? If it bothers you that much, why don't you ask them? Why do I have to ask? How come you walk together like that? She really doesn't beat around the bush. You mean Kisara and myself? You hadn't noticed? You've been practically joined at the hip ever since we left Vicente. I guess it's force of habit, most likely. I was always ready to protect him should the need arise. It sort of came with the job description. Right. From being in the Elder Menencia Guard. Although, Dohalim's pretty capable of defending himself, isn't he? Having guards doesn't necessarily mean the one being guarded is weak. No one's perfect all the time. Even so, it's not like they're entirely wrong, Kisara. You're no longer in my employ, after all.
I don't know. I mean, if it's what she's used to and you're both comfortable with it, then who are we to judge? But she doesn't serve him anymore. It isn't normal for her to keep following him around like she still does. You know, she's probably right. And a lot has changed over the last few days. I guess it wouldn't hurt to rethink our relationship in light of the new circumstances. Perhaps I'll give it some thought after all. Does that sound all right by you? Of course. You might want to stop asking his permission for every little thing while you're at it. Sorry. It's not that easy, shaking off old habits. I'll probably need a little time to get fully used to it. Gut, das ist natürlich verständlich. So, jetzt hier noch eine. I've noticed that sometimes we come across enemies who fight like you and try to dodge our attacks at the last second. I hate those guys. I can get some hits in when they move into attack, but otherwise they slip past damn near everything else I throw at them. If what you're seeking is a way to more reliably hit them, there is a solution. Try to outclass them on reflexes? I possess the ability to command Earth elemental beings to some extent. They emerge as the land itself and take root on my command. They will swiftly bind the enemies, at which point you can dispatch them. Huh? What he means is that he can make plants grow to hold the enemies in place. At least I think that's probably what he's saying. I'm glad at least one of us understands him. So basically, if we find an enemy that likes to dodge, we should let Dohalim handle it. I shall do what I can within my modest means to help. Und noch eine Unterhaltung. Dohalim's fighting style is... what's the word I'm looking for? Subdued? No. Do you mean elegant, perhaps? Yeah, that's the word. For better or worse, you can definitely tell he's cut from posh Renin cloth. And he's not just skilled with a staff, either. He can also use astral arts, including healing ones. I can see how he made it to the position of a lord. You flatter me, but my fighting techniques merely come from a style that aims to conserve energy by minimizing body movement. Is that why you wait until the last second before you dodge attacks? To avoid unnecessary movements? No. I do that to sharpen my senses. I find that doing so is an effective means of drawing out my innermost strength. Oh yeah, I've noticed you look stronger and strike out with your rod more after you dodge attacks. Guess that's why. Still, it's a risk. Don't you ever worry you'll dodge at the wrong moment? Then, it'll be just as well. Huh? It's nothing. Let us continue. Okay. Ich hoffe, wir finden einfach noch mehr über die beiden raus. So, der Bauernhof ruft. Das ist ja schon öfter angezeigt worden. So, was schicke ich denn jetzt in den Stall? So. Kann ich hier was Neues kaufen? Jetzt, wo wir ein neues Kapitel angefangen haben. Oh, es sieht jetzt nichts nach irgendwie was Nützlichem aus. Gut, dann essen wir erstmal alle zusammen und vielleicht kann ich ja auch noch mal mit dem einen oder anderen reden. Why are you looking at me like that? That armor you wear is standard issue for the Menencian Guard, right? Originally, I've added some flair to it in a lot of places. I noticed, especially with that open back. We guardsmen pride ourselves on never showing our back to our enemies. It's my way of making myself live up to that. Plus, it makes it that much lighter and easier to maintain. Dohalim, do you have anything to say about this? Every guardsman is allowed to wear their armor as they see fit. And you, La? Huh? Why are you asking me? Das frage ich mich auch gerade. So. Oh, Rindereintopf. Ein Eintopf aus Rindfleisch und Rotwein und Demi-Glas-Soße. Das kann Dohalim kochen. Dann versuchen wir es doch mal. I'm rather proud of this dish. Sehr gut.
Okay, da wollen einige mit uns reden. Ich denke aber mal, ich möchte mit Dohalim reden. Ich habe aber auch mit Lore länger nicht geredet, aber... Mm, ja, komm. Ich will ja auch was über ihn erfahren. You worried about what's going on with Men and Sia? What makes you think that? Well, you were speaking to Kisara earlier, weren't you? It's rude to listen in on others, you know. Sorry. I didn't hear what you two were actually talking about, though. I just figured it was Men and Sia since it was the two of you. I am but a former lord who has abandoned his post. I'm no longer in a position to lead the realm in any capacity whatsoever. Yet Kisara still seeks out my opinions, knowing full well that is the case. This despite the fact I am no longer her master either. Couldn't it be precisely because you're not her master anymore? It's natural for friends to want to hear each other's opinions. I hadn't considered that possibility. It's funny what you miss sometimes. Hardly uncommon among artistic types such as myself. When lordships are decided based solely on one's astral energy, it can lead to funny results. But even so, you still took your job as lord seriously, didn't you? Certainly. I learned to perform my functions. However, I was less interested in ruling, so much as avoiding life and death decisions. Of course, such a mentality in the end led only to sickening pain and death taking place elsewhere out of sight. I pretended not to see or hear any of it, content to let our supposed peace and equality keep me blind and deaf to reality. I was a fool. But you're making amends. I would like to think so. The path ahead is dark, yet I still walk on. I merely pray that I shan't fall down any holes along the way. Okay, wir haben jetzt eine tiefere Bindung zu Dohalim. Den wir natürlich nicht gut kennen. Und ja, ich mag unsere Truppe irgendwie. Also es ist doch eine sehr interessante kleine Truppe. So. Ich bin mal gespannt, ob wir noch jemanden dazu kriegen. Ich meine, es sind ja auch noch zwei Slots frei, wenn wir sortieren. Und ja, bin mal gespannt. Wir stehen hier kurz vor dem Eintritt in die nächste Map. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Es ist sehr aufschlussreich gewesen, dass wir jetzt doch angeln können. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.